Spread some science love. Hashtag the beauty of science. Naturwissenschaften und ihre Schattenseiten. Wie heißt unsere Wissenschaftssendung eigentlich? The beauty of science. Ich mache Science-Videos. Also folgendes. Science ist mein Hobby. Lehrbuch der ökologischen Chemie. Haben Sie Ahnung von ökologischer Chemie? Nein. Aber ich tue so. Immer auf der Suche nach neuen Gadgets. It is, wie it is. Aber ich will wissen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Faszinieren? Ich will mit einem Raumschiff durchs Weltall fliegen. Faszinierend. Wovor willst du denn fliehen? Wieso fliehen? Ich will forschen und entdecken. Was soll der Quatsch? Das wirst du eh nie erreichen. Ja, stimmt, also wenn man so denkt, dann kann man es auch ganz sein lassen. Aber wozu bist du denn hier? Willst du dich nicht verbessern? Nix blieb, wie es war. Und es ist noch immer alles Yuji Yang. Science ist mein Beruf. Yeah, neues Forschungsprojekt. Erstes Meeting. Problembesprechung. Ich kann das Problem lösen. Ich will diese neue Herausforderung annehmen. Meine Projektpartner sind erleichtert. Nach dem Meeting nimmt mein Chef mich mal beiseite und sagt, wenn du in einem Forschungsprojekt bist, dann musst du immer die anderen die Aufgaben machen lassen. Und ganz besonders keine Aufgaben annehmen, die nicht im DOW, in der Description of Work stehen. Das ist eigentlich ganz bescheuert, sowas zu machen. Und zumachen, offen geht das nicht. Ganz ehrlich, wenn alle so denken, ja dann wird das nichts mit der Forschung. Wenn alle immer nur das machen, wofür sie bezahlt werden, dann kommt nicht immer was Gescheites bei rum. Wir mussten eigentlich nur auswendig lernen, wir mussten überhaupt nichts selber herleiten oder selbst herausfinden. Hat das Ding überhaupt einen Ton? Hauptsache, ich habe meinen Spaß. Das muss man mir lassen. Motivierte Wissenschaftler sollten nicht direkt wieder vom System zerstört werden. Oder wenn man halt schon mehr Erfahrung hat, wie wär's mal mit unterstützen oder so leichte Hinweise in die vermeintlich richtige Richtung geben. Alles andere ist Verschwendung an Ressourcen, Zeit, Energie, was auch immer. Schön weitermachen. Zum Schluss würde ich gerne noch zwei kleine Anekdoten mit auf den Weg geben, die mir mein alter Assistent und Elektronikguru beigebracht hat. Und zwar hat er immer gesagt, jetzt pass mal auf, es ist egal, wenn du einfach noch nicht alles kennst, nicht alles weißt und vor allem nicht in dein Spezialgebiet eingearbeitet bist, denn später in der Industrie nehmen die dich ja auch nicht, weil du jetzt speziell das und das studiert hast, sondern die nehmen dich, weil du ein hartes Studium absolviert hast und weil du da gelernt hast, dich in neue Sachverhalte möglichst schnell einzuarbeiten. Und das zweite ist eine Anekdote für alle Theoretiker da draußen. Wenn man etwas wirklich richtig gut verstehen will, dann muss man die Sachen ausprobieren. Theorie ist schön und gut, aber erst durchs Ausprobieren hast du es dann wirklich verinnerlicht. Und vielleicht zeigt sich auch erst da, dass die Theorie nicht so ganz gestimmt hat. Aber selbst dann ist einem das erst dadurch aufgefallen, dass man es angewendet hat. Es gibt ja weite Betätigungsfelder, aber die Wissenschaft ist einfach.